einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit langer, langer Zeit mache ich einfach mal wieder eine Reise, aber nicht alleine, sondern mit meinen Schwestern zusammen. Wir machen eine Interrail-Reise in die skandinavischen Länder und jetzt geht's los. Wir stehen jetzt am Bahnhof, warten gerade auf unseren Zug und ich bin so gespannt. Unser erster Stop ist Kopenhagen mit einem kurzen Layover in Hamburg. Heute steigen wir um. Und dann erkunden wir mal Kopenhagen, danach Malmö und dann Amsterdam. Aber ich freue mich richtig dolle und bin so gespannt, was wir jetzt erleben werden. Hey, wir sind jetzt in Hamburg gleich. Unser allererster Halt unserer Reise. Und jetzt haben wir da ungefähr eine Dreiviertelstunde Layover und danach geht es nach Kopenhagen. Aber es sind sehr viele Stunden. Wir haben jetzt kurz vor 12 und wir kommen dann heute Abend erst um 18 Uhr oder sowas in Kopenhagen an. Also die zweite Zugfahrt wird die längere, aber gerade ist die Stimmung noch gut. Wir haben noch viel von unserem Proviant und ja, sind sehr gespannt, wie der Tag weiter verlaufen wird. Kleines Update, unser erster kleiner Fail mit einem Happy End, denn wir sind jetzt schon seit über einer Stunde mit dem Zug hier unterwegs und haben auf unseren vermeintlich reservierten Plätzen gesessen. Aber jetzt hat sich herausgestellt, weil jetzt noch welche zugestiegen sind, die gesagt haben zu anderen, das sind unsere Plätze, und die dann gesagt haben, ja, aber die sitzen auf unseren Plätzen, hat sich herausgestellt, dass wir im falschen Waggon waren. Also wir haben die richtige Nummerierung gewählt, aber der Waggon war der falsche. Und dann hat uns der ganze Waggon darauf hingewiesen, hat gesagt, nee, das ist Nummer 6. Auf jeden Fall sind wir jetzt umgezogen und haben auf dem Weg hier dieses Abteil entdeckt, auf dem keine Reservierung dran steht. Und das ist eigentlich noch cooler, weil dann haben wir es für uns. Und deswegen sind wir jetzt hier. Wir sind mittlerweile nass geregnet im Hostel angekommen, aber haben jetzt ein kleines Problem, denn wir haben ein Zimmerdings, ist auch hier, aber wir haben eigentlich ein Female-Dorm mit 4 Betten, aber dieses Zimmer hat 6 Betten und die sind alle belegt bis auf 3 Stück für uns. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal was klären. Okay, also ich war jetzt in der Rezeption und turns out, wir haben ein Mehrbettzimmer, aka 6 Bettzimmer gebucht, kein 4 Bettzimmer, weil es gibt 4 Bettzimmer nicht als rein Female. Also sind wir jetzt doch in diesem Raum mit 5 fremden Menschen, nein, 3 fremden Menschen. Aber ja, Abenteuer! Tag, unser zweiter Tag, aber der erste richtige Tag unserer Interrail-Reise. Und wir sind jetzt hier an einem Frederiksberg-Rathaus, heißt das irgendwie. Und da ist ein richtig großer, schöner Flohmarkt. Und den haben wir auf Instagram entdeckt und es sah sehr vielversprechend aus. Und wir haben perfektes Wetter heute. Und ich bin so gut gelaunt, wie ihr sehen könnt. Und wir gehen jetzt mal dahin und schauen mal, was es da gibt. Ich habe schon meinen ersten Kauf gemacht gerade.
werde. Diese Jacke hier. Für ein bisschen über 15 Euro. Voll gut, oder? Tag 3 startet mit ein bisschen Regen, aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Yoga und holen uns jetzt ein Frühstück und später soll die Sonne aber auch wieder da sein. Also ist es dann bestimmt wieder so schön wie gestern. Und dass wir zum Yoga gehen, freut ihr euch? Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Hallo, lass mich jetzt nicht hängen. Bei der Recherche für so Spots so einen Ort entdeckt, der ist irgendwie so ein Community Space, wo Events sind und zusammen kochen, zusammen essen, Pottery Classes und eben Yoga. Und da haben wir uns dann schon vor ein paar Tagen eine Yoga Class gebucht und wir gehen da jetzt hin. Oh, jetzt kommt auch schon der Zug und wir freuen uns schon sehr. Da jetzt echt Zeit genommen, bin auch im
Museumsshop fündig geworden mit so einem coolen Plakat. Ich freue mich schon voll, das zu Hause aufzuhängen. Und ich muss sagen, ich fand es richtig gut. Die Sachen waren so interessant auch. Also die haben wirklich gute Informationen so dazu geschrieben, um so die Insights zu bekommen. Also das fand ich echt mega cool. Und es sieht einfach alles so schön aus, seht ihr ja hier im Hintergrund. Generell diese ganze Stadt ist einfach wunderschön. Pia hat endlich ihr Baguette gefunden, das sie so lange haben wollte. Und ist lecker. Heute ist unser letzter voller Tag in Kopenhagen. Wir haben wieder ganz tolles Wetter und blauen Himmel. Und heute machen wir noch so ein paar eher Touri-Sightseeing-Sachen, die noch so auf unserer Liste stehen. Sind jetzt aber erstmal zu einem Bäcker gegangen und haben uns Frühstück gekauft. Jetzt gehen wir zurück zur Unterkunft und essen erstmal und dann gehen wir los und zeigen euch dann wieder alles. Okay, ich habe gerade Frühstück geholt und wollte eigentlich auch einen Hummus holen. Den hatten wir über Nacht auf der Fensterbank und eine Milbe hat sich den geholt und auf die Straße geworfen. Also haben wir jetzt keinen Hummus für all unsere Sachen, mit denen wir Hummus essen wollten. Alter, guck mal, oh, das war definitiv eine Möwe. Die hat den aufgerissen. Alter. Wie gemein. Die hat sich so auf den Hummus gefreut. Da hat die Möwe sich den geholt. Frech. Trilling. Trilling sind wir. Blue Jeans. White Sneaker. Oh, Blue Jeans ist gestorben, habt ihr es gesehen? Ja. Das ist das. Das fährt von einer Montana. Das gab es wirklich? Ja. Ja. Und die hat das die ganze Zeit auch gehabt. Das habe ich gesehen. Ja, ist tot. Okay. Pia und Helen rennen mir hier gerade davon, weil wir wollen jetzt dieses Change of Guards gucken bei dem Palast. Puh. Und wir sind ein bisschen später dran. Ich glaube, wir sind gerade 3 Minuten nach Start und Pia rennt. Dass das ganze Rennen nichts gebracht hat, wenn man an der roten Ampel steht. Mhm. Jetzt schnell, renn! Pipsi! Change of the Guards gesehen. Was? 10 von 10. 10 von 10. Wir standen einfach genau an der perfekten Stelle. Wir sind in der letzten möglichen Sekunde gekommen und die sind genau vor uns gelaufen. Mega gut. Can recommend. Ist eine free attraction, weil hier alles sonst so teuer ist. Die Spitze sieht aus wie von einem Einhorn. Thank you.
zurück aus der Stadt. Ich war erfolgreich in meinen Läden, die ich mir vorgenommen habe, hinzugehen. Jetzt sind wir ganz schön müde, wie man sehen kann. Könnt ihr kurz leise sein, bitte? Danke. Also, wir sind jetzt ausnahmsweise mal alleine im Zimmer, deswegen machen wir jetzt eine kleine Zimmertour von unserem Hostel in Kopenhagen. Los geht's. Hier kommt man rein. Hier rechts ist das Bad. Das ist eigentlich auch relativ cool. Also wir haben hier eine Dusche, eine Toilette und ein Waschbecken. Und unsere eine Zimmernachbarin, die ist sehr hygienisch und die putzt hier einfach jedes Mal, wenn jemand drin war. Das ist irgendwie krass, aber auch cool. Und dann sind hier insgesamt 6 Hochbetten. Hier waren in der ersten Nacht auch 2 Leute, aber jetzt ist gerade frei. Hier unten schlafe ich, da oben schläft Pia. Hier drüben schläft Helen oben und hier unten ist unsere aktuell einzige Zimmernachbarin, die sich hier immer was davor hängt. Es ist so, hier hat jede Person ihren eigenen Schubkasten und dann mussten wir uns unten ein Schloss kaufen. Dann kann man das immer abschließen. Und jetzt ist ja unsere letzte Nacht. Morgen früh reisen wir ab und deswegen wird jetzt gepackt. Irgendwie fühlt sich immer dasselbe eingepackt. Ja, du hast einfach 2 blaue Jeans dabei. Blue Jeans, ich auch. Ich habe nur blaue Jeans. Ich habe auch nur 2 blaue Jeans. Stimmt, du hast 2 blaue Jeans. Ja, und was ist daran das Schlimme? Ich habe eine helle und eine dunkelblaue Jeans dabei, das macht voll Sinn. Ja, bei dir ist noch mehr Unterschied, aber bei Pia ist fast keiner. Meine ist so grün-blau und die ist... Ja, aber wow. Hey, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, dann 2 dafür einzupacken. Aber ich habe Oberteil einfach dasselbe nur dabei. Nein. Gut, ich werde jetzt packen. Geht's. Nächster Stop. Malmö. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Hier sind alle unsere Koffer. Und jetzt müssen wir aber erst nochmal Frühstück finden. Okay, wir haben jetzt unsere restlichen Kronen ausgegeben und uns Proviant gekauft. Und jetzt geht es weiter nach Malmö. Wir sind jetzt schon in Malmö angekommen. Das ging jetzt richtig, richtig schnell. Wir sind eigentlich nur mal kurz übers Meer gefahren und sind schon da. Und jetzt sitzen wir gerade am Hauptbahnhof und recherchieren nach einer Möglichkeit, wo wir unser Gepäck abgeben können, weil wir erst heute Abend in unsere Unterkunft gehen. Und wir dann unsere riesigen Koffer nicht mitschleppen wollen. Helen recherchiert das gerade. Sie hat was gefunden. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt an unserem Cabin angekommen. Hier krabbeln zwar gerade Ameisen an der Tür. Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich ein anderes. Hoffentlich. Und warten jetzt darauf, dass sie wiederkommt und uns ein anderes Cabin gibt. Aber ansonsten ist es hier voll friedlich und voll ruhig und direkt da drüben ist das Meer, wir können es sogar sehen. Also echt mega cool. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt gar nichts hören, aber wir haben jetzt gerade unseren Stay extended in unserer Unterkunft hier in Malmö, weil wir mal so einen kleinen Rest Day, Nature Day brauchen, wo wir einfach mal chillen und nichts machen. Das hat jetzt auch richtig gut geklappt. Ich meine, dann schlafen wir jetzt noch. Ja,
Spaziergang zum Strand. Also wir warten jetzt hier auf unser Uber. Da kommt's schon. Wir haben jetzt 11:30 Uhr Mitternacht und hier ist jetzt unser Schlafzug und wir steigen jetzt in Malmö ein und fahren bis morgen früh um 6 Uhr nach Hamburg. Und ich bin jetzt langsam schon ein bisschen müde, aber ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed, you left us out.